Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4. Hier ist mein Gamertag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir mal über Leon Mascher und über diesen komischen Mert Martin. Und es gibt wieder ein Beef zwischen diesen geldgeilen YouTuber, die mit beschissenen Videos 10.000 Euros verdienen und sich mega feiern. Und natürlich gibt's wieder ein Beef und es ist natürlich wieder super interessant. Millionen von Leuten haben nichts anderes zu tun, als diesen Beef zu verfolgen. Super interessant. Für mich bedeutet es nichts anderes als Massenverblödung. Ehrlich, wie blöd kann man eigentlich sein, sowas auch noch zu feiern, auch noch vielleicht auch noch zu twittern. Oh, es gibt Neuigkeiten zum Beef. Oh, ey Leute, habt ihr kein Leben? Was für ein Leben habt ihr? Es gibt viel wichtigere Dinge, was ich heute esse oder mein Studium oder was ich für einen Shop machen will oder das neueste Lied von Phil Collins, der neue Remix, Genesis Vereinigung, sowas würde ich googeln, Alter, und nicht irgendwelche Beefs, Alter, und das auch noch Millionen von Klicks bekommt, das ist natürlich schon krass, und dass Leute das sogar noch als ernst bezeichnen und auch noch das feiern oder teilweise auch interessant finden. Wie kann man sowas interessant finden? Ein YouTuber, der geldgeil ist. Zwei YouTuber, die geldgeil sind. Zwei falsche Schlangen auf YouTube. Entschuldigung, da fällt mir nichts mehr ein. Das sind einfach nur zwei Idioten, die nichts in der Birne haben, ehrlich. So, die sollten lieber mal arbeiten, Alter. Und nicht irgendwelchen Obdachlosen Geld zu schicken oder Geld spenden und die auch noch auf YouTube bloßstellen, Alter. Mit 5 Euro. Mit 5 Euro. Kann man Kinderlähmung bekämpfen. Kinderlähmung, Leute. Kinderlähmung. Und die haben nichts anderes zu tun, als einem Obdachlosen 100 Euro zu bekommen. In Deutschland bekommt jeder Obdachlose Hartz IV. Jeder Obdachlose auf der Straße muss nicht auf der Straße leben, wenn er nicht will. So, das ist schon mal das Erste, was ich sagen will. 5 Euro kann man Kinderlähmung bekämpfen. Da kommt kein YouTuber drauf. Es sind einfach falsche Schlangen, Alter. Richtig falsche Schlangen. Und ich habe kein Verständnis mit diesem Beef, was jetzt gerade abläuft. Also, ich verstehe nicht, ich verstehe gar nichts mehr. Und noch Mr. Trashpack muss auch noch ein Video dazu machen. Oh, Mr. Trashpack, du solltest mal lieber abnehmen. Ehrlich. 1,20 Meter und 500 Kilo. Also, Digga, du bist auch geldgeil. Hau ab, Mr. Trashpack. Verpiss dich auf YouTube. Ich bin einer, der die Wahrheit sagt. Und, das ist natürlich schon hart, weil viele verkraften die Wahrheit nicht. Aber hey Leute, Mann. Das ist kein Beef. Das sind Idioten. Das zeigt, dass das Opfer sind. Richtige Opfer. Beide Opfer. Richtige Opfer. Und da kann man mehr nicht sagen. Und jeder, der bei diesem Beef mitmacht und das feiert, der ist einfach ein Opfer. Ein Spast. Und den, die abonniere ich auch. Wenn ich einen erleben würde, meiner Abonnenten, der sowas macht, ich würde den die abonnieren. Der müsste sich gar nicht mehr bei mir melden, Alter. Ehrlich. So. Weil sowas will ich nicht als Abonnent haben. Und auch, das ist einfach krank, Alter. Was läuft denn hier ab auf YouTube? Was geht denn hier ab? Ist das jetzt das neue YouTube, das Millionen von Klicks bekommt? Ein Beef? Alter. Es geht nicht mehr hier. Ich kann nicht mehr auf YouTube. Ich verachte YouTube nur noch, ehrlich. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ciao, Leute, das war's. Der junge Zocker hört auf. Leckt mich. Schreibt mir bitte, wie ich meinen Kanal löschen kann. Das ist alles, was ich sagen wollte. Bis dann.